Das Genre der sogenannten Türkenopern, man denke nur an Mozarts Entführung aus dem Serail, war einst recht populär, sodass auch Gioachino Rossini zu Beginn des 19. Jahrhunderts von der Mailänder Scala den Auftrag erhielt, ein solches Werk zu komponieren, der Türke in Italien. Der fesche Türke mit Namen Selim hat es sogleich auf die attraktive Fiorilla abgesehen. Beide umfängt sofort ein wahres Liebesfeuer. Zumal auch Fiorilla solch einem Abenteuer gegenüber keineswegs abgeneigt ist. Ihr damit doch Gelegenheit gegeben wird, aus dem tristen Ehealltag auszubrechen. Regisseur Matthias Schönfeld hat der quirligen Opera Buffa mit der zündenden Musik Rossinis einen recht modernen Anstrich gegeben. Und er macht aus der Figur des Dichters Prostosimo einen hektischen Opernregisseur, der nun im Stile des Theaters auf dem Theater eine gar muntere Komödie anrichtet, um einen eifersüchtigen Ehemann, dessen kapriziöse Frau, deren Verehrer und ein getrenntes Türkenpaar. Das Problem ist nur, dass die Figuren bzw. die Sängerinnen und Sänger nicht immer nur nach der Pfeife des Regisseurs tanzen wollen, sondern die Tableaus auch mit ihren eigenen Ideen und Vorlieben, um nicht zu sagen Marotten, garnieren wollen. Die Stimmung zwar prächtig ist, man aber auch Nerven wie Drahtseile haben muss. Mit immer neuen Szenarien, uralten Theatertricks und allen möglichen Kostümierungen versucht unser Gelegenheitsregisseur nun allen Ernstes, ein wenig Ordnung ins liebestolle Treiben zu bringen. Und fürs Finale arrangiert er gar ein verlogenes Happy End, hat aber erneut die Rechnung ohne sein Sängerensemble gemacht.